Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Gab jetzt längere Zeit keinen weiteren Part. Ja, beim letzten Mal, ich müsste gerade überlegen, haben wir uns, glaube ich, mit einem Boss-Vieh angelegt, was uns komplett zerlegt hatte. Wir hatten die Orks gerettet in der letzten Session. Wie gesagt, es ist jetzt einige Zeit her, dass ich aufgenommen habe, deswegen kann ich euch nicht so 100% sagen, was beim letzten Mal passiert ist. Auf jeden Fall. Oskin habe ich hierzu jetzt nicht viel gemacht. Wir haben hier oben gerade viele Leute rumstehen. Ist irgendwie dabei, der uns praktisch gesund ist. Er hier hat gute Werte, aber meine Baracken sind voll. Wir hatten auch noch eine neue Klasse beim letzten Mal freigeschaltet. Ja genau, die Akolyten. Die hatten wir freigeschaltet. Ja gut, ne? Mal eben kurz gucken, wo unser Hauptproblem heute liegt. Muss mal hier eben kurz jemanden hinzufügen. So, als nächstes müssten wir zu Brightwood. Genau, den bitteren Innkeeper hatten wir beim letzten Mal verprügelt. Daran erinnere ich mich. Den Rattenhändler hatten wir uns auch angelegt, aber gegen den haben wir momentan überhaupt keine Chance. So, wir müssen hier das jetzt explochen. Weil wir die Orks hier finden müssen. Wir haben Zombies und das vor uns. Ich kann ja eben kurz meine Techniken darauf anpassen. Ich glaube, ich hatte nämlich noch so Beastbane Bone dabei für den Schützen. Ich habe meine Truppen jetzt auf jeden Fall angepasst, ne? Oh, 15% mehr Melee Damage. So, was sagt denn die Karte hier? Dass wir auf jeden Fall durch die Mitte gehen. Da ist ein armer Goblin, der Hilfe braucht. Hat irgendwer von euch was Neues? Ne, die Fähigkeiten kennen wir schon. Ich glaube, Ferocious hatten wir noch nicht. Ich nehme ihn mal mit. Er soll aber nach Hause gehen. Oh, hier liegt auch noch was. Ich habe das Leuchten gesehen. A humble reward for humble work. Ganz viele Untote. Ich habe übrigens bei den Raiders auch dieses Blutmesser rausgenommen, weil hier nichts ist, was bluten könnte. Da hinten mit dir. Okay, wir haben mehr Melee-Damage, ne? Ich habe ihn jetzt hier übrigens auf kompletten Support auch umgestellt. Also der hat nur Heiltechniken und Purifier dabei. Um noch negative Effekte wegzumachen. Ich choppe dich. Guter Damage. Ey, Backpfeife ist nicht. Nach hinten mit euch. So, machen wir mal den Slow-Effekt weg. Au. Die Zombies mag ich nicht, weil sie sich die ganze Zeit hochboosten. Was war das denn gerade? Mit ein bisschen Glück könnt ihr sie ihn umbringen.
Einer down. Machen wir auf ihn die Trap drauf. Komm, bitte, aktivier dich. Waka. Und tot. Okay, damit sind wir schon mal Nummer 2 los. Ich heal mal meine Leute. Aua. Das Feuerding, das finde ich nur halb so wichtig. Wir sollten definitiv die Zombies bevorzugen. Allein schon, weil die sich die ganze Zeit hochboosten. Ja, da, er leidet darunter. Ich nehme dir mal deinen Angriff weg. Ich finde das nämlich ein bisschen unfair. Und dir zeige ich den Finger. Ich werde dir gleich so hart eine runterhauen. Der tauscht meine Zugreihenfolge, wenn ich das richtig sehe. Wo ist meine Doom-Trap? Jetzt wird reingehauen. Ich dachte doch, ich zeige dir den Finger. Oh, ich hatte einen Crit beim Heal. Zum Glück hat er so viel Abwehr. Komm, aktivier dich. Du stehst gerade perfekt. Ich lasse ihn mal ihn defenden für den Fall der Fälle. Jawohl, endlich hat sich die Falle aktiviert. Jetzt ist es nur noch einer. Und ich habe ihn exposed. Immer diese Rumstöhnerei hier. Ich exterminiere ich. Staggering hit. With each victory, they advance their course. Die haben gut Damage gemacht. Ich hoffe, sieht krass aus. Das Crit-Ding, das können wir direkt verwerten. Das kriegt einer von denen. Und das Max-Leben. Allein schon, um ihn am Leben zu halten. Oh, hier, und hier ist der Bereich schon vorbei. Schaut da vorne. Da ist unser Ziel. The path is laid bare. May be crossed free of fear. Ja, es war wahrscheinlich nur zum Erkunden. Jetzt beginnt da die richtige Schlacht. Na gut. Dann ziehen wir mal wieder in die Schlacht. Diesmal müssen wir die Brightfoot richtig erkunden. The Orcs of Brightfoot, das ist auch unsere Quest. Es würde sich lohnen, das blutige Messer zumindest wieder jetzt reinzuholen. Ich habe jetzt statt dem Exterminate wieder das Messer drin. Oh, 12% Max-Leben mehr. Dieses anfangs ein Blessing dabei haben ist echt nett.
Ich bin mehr für unten, weil da wissen wir, was wir bekommen. Da kriegen wir ein paar Upgrades. The old Guru has much to teach. Oh, wenn ich Purify upgrade, dann kriege ich auch noch Tänzen für 10 Runden. An improvement. Da ist der Healing Prayer ein bisschen schneller. Poison noch zusätzlich zur Doom Trap. Ja, und dass er Intercepten für zweimal gilt. Ich mach lieber den Double Shot besser. So, und jetzt kriegen wir hier noch einen Schrein. Kriegen noch ein Blessing. Oh, da war ein Mega-Vieh versteckt. Au. Wie ist das Vieh so groß geworden? Job. Ja, jetzt habe ich den Beastbane nicht dabei, ne? Die Chancen stehen aber gut, dass wir ihn recht schnell kaputt kriegen, bevor der nochmal zum Zug kommt. Genau, dich intercepten. So, dich heilig. Das Vieh zum Glück immer noch lahmarschig. Ex! Ich kann das Vieh echt dauern, bevor es angreifen kann. Was eigentlich auch sehr gut ist. Ja, Loot, ne? Mehr Crit? Also, das macht wahrscheinlich den Schaden und nicht die Chance höher. Ich würde eher den physischen Damage nehmen. Das ist ja vor allem für unseren Hunter richtig gut. So, jetzt kurz überlegen, wo ich lang gehe. Ich würde am liebsten oben und dann Mitte lang gehen. Weil wir dann auch ein bisschen harvesten können. Der Guru ist auch verlockend. Aber wir brauchen auch ein bisschen Loot. Ah, das ist so ein Necromancer. Weil hier zu viele Zombies sind, bringen mir die Raiders nicht so extrem viel. Ich meine, er war blutenanfällig. Erstmal ihn loswerden. Ja, Heilung ist immer schön. Den aktiviere ich sofort. Das ist eine ultra starke Heilung. Charge! Au!
expose den einen Zombie, dann können wir den gleich vielleicht hinrichten. Wir müssen auch dringend welche von den Zombies loswerden, sonst boosten die die ganze Zeit. Ich hasse die Zombies, ne? Vor allem, wenn sie als Truppe auftreten. So ekelhaft. So, einer weg. Das war wichtig. Intercepte den da. Zeig dir den Finger. Heebie-jeebies! Auch noch bei allen unseren Angreifern. Richtig gut. Er braucht den Heal gerade richtig. Er braucht ihn richtig stark. Und noch ein Zombie weg. Ja, deswegen wollte ich ihn loswerden, weil der Kameraden beschwören kann. Das würde nicht genügend Schaden bei dem da machen. Ich expose lieber den hier. Ich kann mal ich gleich Purify bei dem. Der hat zu viel Power drauf. Oh ja, wir haben ihn gekrittet, den Necromancer, der holt keine Leute mehr. Ich intercepte den da. Das heißt den Stinkefinger. Wie es sich gehört. Und den anderen mache ich platt. So, jetzt ist es nur noch einer, der boostet. Was hat er gemacht? Das Skelett sind wir gleich los. So, jetzt können wir uns auf den Zombie konzentrieren. Nein! Schläfst du. Redraw. Weg mit deinem Zeug. Der hat mir zu viel Power. Okay, der ist RIP. Heil ich lieber nochmal. Der stirbt eh am Gift. Oder an unseren Verteidiger. Ich finde Heil-Items mal ganz nett. Chance to slow. Das könnten wir unserem Schützen geben. Ich glaube, danach lohnt sich unten mehr. Wir müssen aber auf jeden Fall Material hier mitnehmen. Material ist so übelst wichtig. Oben ist ein Goblin, ist halt das Problem. Aber unten ist eine Schatztruhe. Ein Dilemma. Wenn ich das so beobachte, ist oben tatsächlich praktischer. Weil wir dort einen Goblin kriegen.
Schon wieder drei Zombies. Oh, ich habe einen gestunt. Wacka! Da konnten wir jetzt richtig reinknüppeln. Au! Ihn hinrichten. Da wird direkt einen los. Dann können wir die langsamer machen. Bis der dran kommt, das dauert jetzt eine Weile. Der ist genehmigt. Brauche ich gar nicht lange überlegen. Ach, der kann sich aussuchen, wen er angreift. George! Ich expose ihn auch noch. Ich habe ihm seine Rüstung genommen. Das heißt, jetzt wird reingehauen. Excellent strike. EBGBs. Okay, der hält nicht mehr viel aus. Noch ein Zombie los, bevor die sich anständig hochboosten konnten. Sehr gut. Dass der meine Zugreihenfolge durcheinander bringen kann, ne, ist irgendwo lustig. So, jetzt ist es nur noch diese Kerze. Diese Kerze finde ich halb so schlimm. Solche Finger. Und Heilung für alle. Aua. Amo abbringt bei dem nichts, der macht magischen Schaden. Seht ihr, ist undead? Der zählt als undead. Und tot. Es droppt aber auch niemand ein Heil-Item. Ah, wir gehen oben rum. Das Ding ist cursed. The cold stone mutters its great promises. Probiere ich noch. So, ab hier ist mir zu risky. Ich habe unseren Bogenschützen zweimal verbessert. So, hat einer von euch was Neues? Hard Head habe ich, glaube ich, noch nicht.
Dazu gibt's auch ein Verzeichnis. Zur Not. Okay, egal wo wir jetzt gleich lang gehen, wir kriegen safe einen starken Gegner. Das war eine scheiß Mimik, oh nee. Och, keine Mimik, die sind so übelst heftig. Die zerlegt allein mein Team. Warum eine scheiß Mimik? A vital blow. Komm bitte den Prayer. Die macht so übertrieben viel Schaden. Ich hasse das Vieh. Finger ich dir zeigen, weil ich dich hasse. Der eine ist sogar jetzt schon verwundet. Church! Ach ja, das stimmt, das funktioniert bei der Mist-Mimik ja nicht. Aber Hauptsache, ich kann die vergiften. Ich hasse die Mimik so sehr, ne? Muss den ja irgendwie retten. Ich verpasse ihm die Falle. Die Mimik ist so übel. Ich habe ein Trauma mit dem Scheißvieh. Ja, und der nächste verwundet. Komm. Muss den ja irgendwie retten. Expose könnte hier jetzt ganz nützlich sein. Aua. Das war's mit unserem Verteidiger. Ich hasse dieses Mistvieh. Ich hasse es so sehr.
Der nächste ist tot. Mistvieh! Wie viel Pech muss ich denn haben, dass hier eine scheiß Mimik steht? Wie viel Pech brauche ich dafür? Ja, den Speed, den brauche ich hier bei einem von denen. Und das Schlimme ist, ich habe jetzt sogar noch zwei Kämpfe vor mir. Ich nehme am ehesten eher den oben. Ich habe auf beiden Wegen einen Tough Battle, aber hier habe ich nur einen Kampf vor mir. Wir müssen schon mit vier Leuten kämpfen. Das wird richtig hardcore jetzt. Wegen der scheiß Mimik. Ich hasse die Biester so sehr. Und dann auch noch jetzt gegen eine Zombie-Armada mit einem Necromancer noch dazu. Das wird abartig. Oh, wenigstens ein Crit. Bitte nochmal. Wenigstens direkt einen weg. Oh ja, direkt den Healing Prayer sofort nutzen. Wir haben gerade zwei Goblins verloren wegen der scheiß Mimik. Warum ist die Mimik auch so übertrieben stark? Wacker auf ihm, vielleicht aktiviert sich die Falle. Perfekt. Direkt den nächsten Zombie über den Haufen prügeln. Okay, jetzt sehen unsere Chancen wesentlich besser aus. Ich habe auch noch Crits gelandet gerade. Ich habe gerade übelst Luck. Das rettet mir den Hintern, dass ich so viel Luck gerade habe. Dadurch konnte ich die Zombies instant loswerden. Die waren gerade das größte Problem. Scheiß auf den Schädel, der ist nicht sonderlich stark. Ich habe uns schon tot gesehen, Leute. So, weg mit dir. So, einmal den Doppelschuss und das war's. Das hätte auch komplett anders ausgehen können. Oh, wir haben sogar noch einen Boss-Battle hier vor uns. Max-Leben. Wegen gebe ich mir Max-Leben? Dem Healer tatsächlich. Das kann eh keiner nutzen. Ich brauche ein gutes Blessing. Eine wesentlich bessere Heilung um 60% nochmal zusätzlich. Ja, bitte. Das muss carryen. Ja, und jetzt hier nochmal ein Angriffs-Upgrade gönnen. Ach komm. Warum? Wieso? Weshalb? Was habe ich getan? Dass ich erst mit einer Mimik und dann nochmal mit so einem Tausendfüßler bestraft werde. Was habe ich angerichtet? Wen habe ich verärgert?
dass ich so extrem bestraft werde. Na, wenigstens habe ich gestunt. Verreck, du Mistvieh. Ich habe keinen Nerv für dich. Hättest du ja wenigstens Heilung droppen können. Ich würde sagen, mehr den Angriffsbeat, den werde ich eher brauchen, als die kleine Heilung. Aber das wird jetzt trotzdem eine enge Kiste. Eine Lady? Da steht eine Lady. Guckt sie an. Eine hübsche Lady steht da einfach. Achso, das ist eine. Okay, never mind, das ist eine Untote. Ach, du bist eine bessere Version vom Necromancer. Ach, und die Servants können auch nochmal Servants rufen, natürlich. Was denn auch sonst? Ja, mein Bleeding Dagger wird mir hier einen Scheißdreck bringen. Ich gehe mal davon aus, dass du hauptsächlich nur beschwörst. Ich hab den einen gedoppelt. Das hat ihn umgenietet. Ich will direkt von Anfang an den Healing Prayer erstmal haben. Dass der schon mal aktiv ist. Ja, die scheint offenbar hauptsächlich nur zu sammeln. Gut, dass ich so viel Abwehr bei ihm habe. Ich hab sie entblößt. Excellent strike. Alter, wie viel willst du denn noch rufen? Das finde ich jetzt schon ein bisschen ekelhaft. Vor allem, denn die hauen zu und boosten sich hoch. Richtig gemein. Konnte ja auf den Crit hoffen, ne? Ist gut, dass er gerade vorne steht. Ich richte den mal hin. Einer weniger. Ach, die kann ich auch noch hochboosten, natürlich. Was denn auch sonst, ne? So schon schwer genug, weil ich zwei weniger gerade habe. Heilen. Und gleich kommt die Mega-Heilung. Hör auf, die hoch zu boosten. Nicht noch ein Frenier, dann ist endgültig Schicht im Schacht. Ich
Purify den. Ich glaube, ich dir deine Booster lasse. Ach, und ihn sind nochmal geboostet. Natürlich! Ey, im Ernst, der Kampf sieht so extrem viel anders aus. Hätte diese scheiß Mimik nicht existiert. Weg mit dir! Ich habe gelernt, ich darf die nicht lange stehen lassen, sonst booste die. Was das nicht angenehmer macht, ist, dass die selber auch nochmal hier Gegner beschwören können. Ja, das war's für uns. Ey. Diese scheiß Mimik, ne? Ich drück Abandon, wir haben keine Chance. It is but a small setback. Think nothing. Wir können den Kampf nicht gewinnen. Nicht mit drei Goblins. Ey, das ist so scheiße, ne? Wenn eine Mimik auftaucht, ich kann eigentlich instant Abandon drücken, weil ich den Run dann nicht mehr schaffen werde. Diese Mimics, die sind so übertrieben heftig. Die sind selber ein halber Bossfight. Ich hasse die Mimics. Ich habe jetzt halt mein Team daran verloren. Ja, dich kann ich auch retiren lassen. Ich hasse die Mimics so sehr. An appropriate vocation. Ja, Leute. Wir machen hier für heute Schluss. Der heutige Run wurde uns von der Mimic zerstört. Ich wette mit euch, dass wir den Run geschafft hätten, wäre diese scheiß Mimic nicht erschienen. Weil der Magier und der Verteidiger hätten einen gewaltigen Unterschied gemacht. Was soll ich da machen, wenn da eine scheiß Mimik auftaucht, die alleine mein Team zerlegt? Diese Mimics sind so übertrieben heftig, ich kann dann eigentlich nur Abandon drücken. Weil ich glaube, ich bräuchte mindestens 5 Level bei allem mehr, damit ich gegen eine Mimik anständig ankomme, ohne dass ich mein halbes Team verliere. Die brauchen echt nur einmal auftauchen und ich kann dann weinend nach Hause gehen. Ich hasse diese Mimics. Warum sind die so übertrieben heftig? Die sind wirklich unfair stark. Ich weiß nicht, wie es heute klingt, aber ihr habt selber gesehen, dass die im Alleingang mein Team zerlegt hat. Na gut, Leute, ne? Die Knochenprinzessin müssen wir beim nächsten Mal nochmal versuchen und beten, dass wir nicht nochmal eine Mimik vor die Nase bekommen. Ich hoffe, ihr hattet trotz allem Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.